So, hier ist das kleine und kurze Erklärungsvideo zu den Custom Games. Hier geht es wirklich jetzt nur gerade kurz um die Custom Games, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Also Kurzfassung ist, wir machen Custom Games mit Preisgeld. Wie viel immer an Preisgeld da ist, steht halt wie gesagt immer im Titel. Wir haben jetzt mal mit 10 angefangen, jetzt sind wir schon bei 20. Natürlich ist der Plan, immer mehr Preisgeld auszuschütten, aber das Ganze liegt natürlich an euch. Ihr müsst natürlich da ein bisschen mitwirken, im Prinzip was die YouTube-Einnahmen betrifft, was Creator-Code-Einnahmen betrifft, weil dadurch wird das Ganze natürlich refinanziert. Nur kurz zu den Regeln. Wir haben eigentlich nur zwei Regeln. Ja, also es darf nicht geteamt werden. Teamen bedeutet, ihr dürft ruhig zu zweit auf einen zugehen, aber nur im eigenen Interesse. Heißt, wenn ihr euch gegenseitig den Loot hin und her gebt oder so oder nebenher läuft und bekämpft euch nicht, ist das ein Team. Ist einfach so, und wenn ihr gemeldet werdet, seid ihr selber schuld. Ich sage ganz einfach, wenn ich jemanden beim Team wirklich sehe, live im Stream, wird derjenige direkt gemeldet, von mir persönlich. Und nochmal klare Ansage an alle, die mit in dieser Runde waren, auch melden. Also riskiert da wirklich nicht euren Account, weil wenn ihr zu viele Meldungen bekommt, ihr werdet gebannt. Glaubt es mir einfach, weil Epic natürlich dahinterher ist, dass wir eben in Ruhe unsere Custom Games spielen können und die Creator noch Spaß daran haben. Wenn nämlich keiner mehr Custom Games machen will, das wäre natürlich auch nicht so gut für Epic. Also sind die da ein bisschen hinterher. Ihr wisst selber, so diesen Love Story Modus gibt es nicht mehr, wo mal random irgendwelche Leute quasi, ach komm, wir verteamen uns mal gerade ein bisschen. Selbst die größten YouTuber haben dafür schon einen Bann kassiert. Zwar immer nur mit Verwarnung, aber wenn das öfters vorkommt, ist der Account weg. Und je nachdem, wie viel Geld ihr reingesteckt habt, wäre natürlich schade drum. Zweite Regel ist ganz simpel, nämlich Anonymitätsmodus rausholen. Wo geht das Ganze? Einfach in Einstellungen, hier oben rechts, auf das Managen und dann hier unten Anonymitätsmodus eben aus. Der muss deshalb aus sein, damit ich im Game selber sehe, oben rechts dann immer den Namen, damit ich weiß, wer die Runde auch genommen hat. Weil wenn da anonym steht, seid mir nicht böse, da kann im Prinzip jeder im Chat schreiben, das war ich. Ich gehe da auch gar keine Diskussionen ein, bitte stellt euch öffentlich und dann ist die Sache auch schon erledigt. Das sind eigentlich so die zwei einzigen Regeln, von wann bis wann immer das Preisgeld ausgeschüttet wird, wie die Siege gesammelt werden, steht immer im Titel drin, zurzeit ist bis Jahresende. Ihr seht ja, jetzt haben wir gerade Weihnachtszeit. Also, wie gesagt, das Ganze geht derzeit immer um 2 Wochen. Wer in dem Zeitraum bei den Custom Games die meisten Siege hat, der bekommt das Preisgeld. Ist eigentlich ziemlich simpel. Wie gesagt, ein höheres Preisgeld ist schon in Planung, um Gottes Willen. Aber derzeit geht noch alles aus eigener Kasse. Einzigste Bedingung noch halt ist, logischerweise, wir müssen 20 Leute sein in der Lobby. Alles, was darunter ist, ist quasi dann eine Fun-Runde. Weil so haben wir das von Anfang an besprochen, mit allen zusammen, die zu dem Zeitpunkt da waren. Und wie gesagt, ihr könnt dieses Video auch gerne teilen mit euren Freunden und so. Wir versuchen halt immer das Passwort Family zu behalten. Klein geschrieben Family. Also wenn du siehst, ich bin online, guck einfach, ob ich im Stream bin, versuch dich einzuwählen. Aber denkt dran, ihr könnt erst dann reinjoinen in die Lobby, wenn ich die Lobby wieder neu aufmache. Sobald ich in eine neue Runde reingehe, kann ich da leider nichts mehr machen, dann seid ihr nämlich draußen. So, das war das. Dann natürlich, wahrscheinlich bist du gerade neu auf dem Kanal. Bei mir gibt es auch noch Skin-Verlosungen. Da seid ihr nämlich gerade genau richtig. Wir gingen nämlich gerade in den Item-Shop. Nämlich der letzte Gewinner hatte den einen Skin schon. Deshalb konnte ich den Skin nicht weiterschicken. Deshalb muss ich das Ganze nämlich jetzt machen. Nicht, dass wieder heißt, du verarschst die Leute. Nein, du siehst hier, Mensuri, in den letzten Shop-Videos wurde sie auch erwähnt, so soll ich mal bitte langsam einen Skin aussuchen für 800 V-Bucks. Dann schicke ich den nämlich jetzt raus. Hier nochmal viel Spaß damit. Zack, zack, zack. Hoffe, er ist was für dich. So, weil wie gesagt, sobald ich wieder 800 V-Bucks gesammelt habe, werde ich wieder einen 800er V-Bucks-Skin raushauen. Ihr seht, V-Bucks gehen runter. Ich denke mal, den nächsten werde ich schon morgen, übermorgen wieder raushauen. Wie gesagt, in Rettet die Welt sammle ich halt immer meine V-Bucks. Sobald ich 800 V-Bucks habe, wird das Ganze dann wieder verlost. Geht auch alles über den Livestream. Also ihr braucht nicht euren Epic-Namen reinschreiben oder sonst was. Seid einfach dann im Livestream drin und guckt halt morgens mein Shop-Video. Weil zum Beispiel im Shop-Video werde ich natürlich logischerweise immer den Shop sagen.
Und wie jetzt zum Beispiel dann so einblenden, das ist gerade der Stand der Dinge. Platz 1 hat so und so viele Siege und so weiter. Wenn du natürlich noch meinen Creator-Code eintragen möchtest, der ist natürlich auch hier, YT-FamilyHack. Wie gesagt, damit kannst du das Ganze unterstützen. Wenn du dir irgendwas im Shop kaufst, bekomme ich natürlich wieder einen kleinen Teil davon ab. Und davon lässt sich natürlich das Ganze auch finanzieren. So, Kurzfassung ist jetzt einfach, wenn du Bock hast, bei den Custom Games mitzumachen und bei Skin-Verlosungen gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, Freundschaftsanfrage schicken an YT-FamilyHack. Weil ihr wisst ja, 48 Stunden muss man miteinander befreundet sein. Und das war's eigentlich schon. Dann im Livestream dabei sein, spiel mit, hol gerne deine Freunde mit, teil das Video auf jeden Fall gerne, weil wir möchten natürlich auch mehr Mitspieler haben. Und in dem Sinne sah schon, war es das auch wieder mit dem Video. Falls du noch Fragen hast, frag einfach im Livestream. Zum Beispiel, wie wird das Geld verschickt? Das Geld wird so verschickt, wie du es gern hättest. Zur Not schicke ich es auch mit der Post. Per Einschreiben. Kostet zwar dann ein bisschen mehr, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Weil es gibt Amazon-Karten, PSN-Karten, Xbox-Karten, alles Mögliche. Also da kommen wir schon auf einen Nenner. So, das war's aber dann jetzt wirklich und in dem Sinne viel Spaß und vielleicht bis gleich.